Das Bundeskabinett hat soeben beschlossen, dass wir den Ländern und den Kommunen 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um mobile Lüftungsgeräte in den Schulen in geeigneten Räumen einzubauen. Uns liegt daran, dass der Unterrichtsbeginn und der Unterricht im zweiten Halbjahr so sicher wie möglich durchgeführt werden kann. Uns liegt daran, dass Präsenzunterricht auch bei möglicherweise steigenden Infektionszahlen möglich bleibt. Und deshalb haben wir das bestehende Förderprogramm des Bundes, das für die stationären, fest eingebauten Lüftungsanlagen gilt, insofern noch einmal ergänzt, indem wir den Ländern 200 Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen. Wir werden in den nächsten beiden Wochen Verwaltungsvereinbarungen abschließen. Wir legen großen Wert darauf, dass dieses Programm unbürokratisch und schnell umgesetzt wird. Das muss dann vor Ort erfolgen. Die Fördermittel, die wir zur Verfügung stellen, können kombiniert werden mit Fördergeldern der einzelnen Bundesländer. Damit besteht auch die Chance, dass Schulträger in den Städten und Gemeinden dann ohne eigenen oder ohne größeren eigenen Beitrag solche Anlagen installieren können. Das gilt so, wie das bisher auch schon bei den stationären Lüftungseinrichtungen war, auch für weiterführende Schulen. Wir haben das festgelegt für Kinder ab einem oder bis zu einem bestimmten Alter. Die Einzelheiten werden Ihnen mitgeteilt und zur Verfügung gestellt. Uns ist wichtig, dass vor Ort sehr genau untersucht wird, welche Räume dafür geeignet sind. Wir glauben nach wie vor, dass es in vielen Fällen besser ist zu lüften, aber es gibt Schulräume und Klassenräume, wo diese Lüftung nur eingeschränkt möglich ist. Und das Zweite ist, es muss auch sehr genau geprüft werden, welche Geräte für einen solchen Einsatz in Betracht kommen. Hier arbeitet das Umweltbundesamt gemeinsam mit dem VDI, dem Verband der deutschen Ingenieure, an einer Übersicht, die bis Ende des Monats dann auch den Schulträgern verfügbar sein wird. Wir haben uns gemeinsam in der Europäischen Union vorgenommen, klimaneutral zu werden bis 2050 spätestens. Deutschland möchte bereits 5 Jahre früher, nämlich 2045, klimaneutral sein. Das muss umgesetzt werden mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Heute legt die Europäische Kommission ihre Vorschläge vor. Die werden wir uns sehr genau anschauen. Die werden wir mit der Kommission, mit unseren Kolleginnen und Kollegen im EU-Ministerrat gemeinsam besprechen. Das Ziel muss sein, dass wir möglichst schnell Klarheit haben, womit in den einzelnen Bereichen, angefangen vom Verkehr über Industrie und Energieerzeugung zu rechnen ist. Ich habe gestern insofern schon einen ersten Schritt gemacht, indem ich eine Neuberechnung des Stromverbrauchs vorgelegt habe, die wir erwarten können auf der Grundlage dieser gesteigerten Ambitionsziele. Alles, was dazu beiträgt, dass wir das Klima schneller und umfassender schützen, ohne dabei unsere Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und deshalb werden wir sehr konstruktiv uns mit diesen neuen Vorschlägen befassen.